Wir sollen Abstand halten, aber das ist ja klar. Also ihr merkt, das Ding macht richtig Krach. Das ist eine sogenannte Warpipe. Also wir befinden uns natürlich nicht im realen Krieg. Aber wir sind sozusagen in der Kampfposition, um Meinungsfreiheit in der Ukraine hier zu demonstrieren vor der ukrainischen Botschaft. Und es geht um Ruslan Kozawa. Ruslan Kozawa ist nicht irgendjemand, sondern ist ein Mann, der in der jungen Demokratie der Ukraine sich sehr aktiv eingesetzt hat, hoch ausgebildet war als Verwaltungsbeamter und dann Dinge vollführen sollte in seinem Fischereiverwaltungsamt, was ihm gegen den Strich ging. Er war ein Patriot. Er ist also orthodoxer Christ, aber zum katholischen Ritus gehören. Kommt aus der Westukraine. Das sind ein paar biografische Daten. 2004 war er bei der Orangen Revolution dabei. 2014 war er bei Dan dabei. Und er ist Journalist. Und Pazifist. Ich bin am Reden, aber alles der Reihe nach. Pazifist war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Aber richtig, natürlich ist er Pazifist, genau. Also er war im Maidan dabei und war journalistisch tätig und war auch aktiv als Journalist im Donbass, im Krisengebiet. Also Russland hat mehrfach aus den aufständisch kontrollierten Gebieten berichtet und kam zur Überzeugung, dass dieser Krieg beendet werden muss. In seiner Videobotschaft an Präsident Poroschenko, das war 2015, erklärte er: Lieber gehe ich ins Gefängnis, als jetzt in den Bürgerkrieg zu gehen und meine Landsleute, die im Osten leben, zu töten. Ich werde an diesem Bruderkrieg nicht teilnehmen. Im Prozess 2016, da muss man dazu sagen, für den Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung ist er sofort in Untersuchungshaft genommen worden. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, wie wir es moderat in Zentraleuropa oder in der Bundesrepublik kennen, gibt es nicht so. Und du wirst dann, wenn du Kriegsdienstverweigern aufrufst, bist du Landesverräter und behinderst die Streitkräfte. Das sind zwei Strafgesetzparagraphen im ukrainischen Recht. Und er wurde erst in Untersuchungshaft genommen und er war 15 oder 16 Monate in Untersuchungshaft und wurde dann im Februar 2016, am 5. Februar, da waren wir auch schon mal hier, meine Herrschaften, wir kämpfen schon fünf Jahre für die Sache, waren wir auch hier mit diesem Transparent und haben genau darauf hingewiesen, dass wir das Recht auf Kriegsdienstverweigerung als ein unveräußerliches Menschenrecht sehen und haben seine Freilassung gefördert. Und hat sich hier in Berlin die Berliner Initiative Freiheit für Ruslan Kozawa gegründet, die Naturfreunde, die DFGVK, die Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz, also historisch geschichtspolitischer Organisation. Ludwig Baumann, der Wehrmachtsdeserteur, hat damals auch noch lebend eine Erklärung Richtung den ukrainischen Autoritäten abgeschickt, haben wir die Freilassung gefordert. Das ist nicht passiert und wir haben dann als DFGVK Connection e.V., die kümmern sich international um die Anerkennung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung und sind international unterwegs, gerade Eritrea als ein Schwerpunkt, Türkei natürlich und Südkorea
wir haben dann eine Solli-Reise organisiert. Er war noch im Knast mit seiner Frau Juliana, eine fantastische Frau, haben hier Lobbyarbeit gemacht im Bundestag, waren bei der damaligen und immer noch amtierenden Menschenrechtsbeauftragten Frau Kofler, waren bei Amnesty. Er war zwischenzeitlich von Amnesty als Gefangener des Gewissens anerkannt und in Rostock, Köln und in Leipzig, jetzt habe ich bestimmt eine Stadt vergessen. Und eine Sache war das, dass daraufhin er freigelassen wurde und das Gericht hat dann noch einen Freispruch erwirkt und das war dann sozusagen ein Erfolg in unserer Solidaritätsarbeit. Ruslan Kozawa konnte wieder als Journalist tätig sein und Ruslan Kozawa ist bei so einer Internetplattform, die öffentlichen Medien laufen in der Ukraine ein bisschen anders, da gibt es ein paar TVs im Internet und er ist öfters in der Zwischenzeit von nationalen, ultranationalen und faschistischen Kräften öffentlich während Filmaufnahmen, Interviews und auch schon im Studio angegriffen worden. Und was auch passiert ist, er musste durch einen Korridor der Schande gehen, weil da muss ich jetzt noch Informationen nachliefern. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen von der Staatsanwaltschaft und viele Gerichte haben ihre Zuständigkeit abgelehnt, so am 31. Januar das Gericht in Ivo Franzisk. Der Richter hat mehr oder weniger mit der Begründung gesagt, er sei befangen, weil er in seiner, sozusagen in kooperative Arbeit als Richter machen musste, damals, wo Ruslan in der Fischereibehörde war. Dann war ein weiteres Gericht im Oblast Ivo Franzisk angefragt. Da hat einfach der Richter sich für befangen erklärt und jetzt hat sich 2019 in Kolomia, auch im Oblast Ivano-Frankivsk in der Westukraine, ein Gericht gefunden, was dieses Gerichtsverfahren wieder aufgenommen hat. Und es werden über 50 Zeugen geladen werden, die beweisen sollen, dass er Landesverrat begangen hat und die Streitkräfte behindert hat. So war im November, Anfang November ein Gerichtsverfahren. Am 10. Dezember, am Tag der Menschenrechte, war ein Verfahren angesetzt, aber wegen Corona und Krankheit ist abgesagt worden. Und heute, jetzt im Moment, ist sozusagen der dritte Verhandlungstag. Also wir sind natürlich jetzt telepathisch im übertragenen Sinn bei ihm und er sicherlich auch bei uns. Und da ist Folgendes passiert, Korridor der Schande, das heißt die nationalen faschistischen Kräfte sind vor Gericht aufgetreten und sie mussten nicht Spießruten laufen, aber sie mussten durch einen Korridor von Azov-Leuten und anderen Nationalisten ins Gericht. Was in der Ukraine es ist ein junges, aufstrebendes, ich denke auch demokratiebemühtes Land, was aber in der Ukraine überhaupt keine Bewusstheit hat, ist das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Und das hat natürlich mit der Nationalgeschichte in Anführungsstrichen zu tun. Und ja, das ist sozusagen Geschichte zu Ruslan Kozawa. Wir haben jetzt die DFGVK in Hessen und Rheinland-Pfalz und Connection e.V. und wir Berliner, ich bin auch Mitglied der DFGVK, wir Berliner Initiative Freiheit von Ruslan Kozawa, haben eine eine Mahnwache angemeldet und gestern Mainz war schon um 14 Uhr vom Konsulat der Ukraine eine Veranstaltung, die erfolgreich war, wo es viele Reden gab, Musikbeiträge. Und heute sind wir hier, ortsgleich, also termingleich zum Gerichtsverfahren.
Und die Forderungen sind, wir fordern die ukrainische Regierung auf, die politisch motivierte Repression gegen pazifistisch gesinnte Menschen zu stoppen. Die Menschenrechte auf Kriegsdienstverweigerung und auf Meinungsfreiheit zu achten. Und wir stehen hier anlässlich dieses Prozesses, um mit dieser Mahnwache das kundzutun. Am Tag der Gerichtsverhandlung und auch am Tag des Inkrafttretens des Atomwaffensperrvertrags, Verbotsvertrags. Und aus diesem Grund ist Matthias Enkige da, der schon lange die Fassengruppe für die atomare Abrüstung betreibt. Und er wird nachher mit rübergehen und er und ich, wo wir Fastenzeit jetzt im dritten Tag sozusagen aus Solidarität zu Russland kurz haben. Und natürlich die Einhaltung des Vertrags und den Beitritt Deutschlands. Im osmanischen Heer sozusagen immer vorangingen, die Mordskrawall gemacht haben und natürlich den Leuten Schrecken einjagen sollte. Aber meine Sona, das ist eine laute, liebensvolle und die kämpft für Menschenrechte und das unveräußerliche Menschenrecht für Kriegsdienstverweigerung. Also meine Warpipe. Man muss Warpipes auch sozusagen Peacepipe. Eine Peacepipe draus machen. Konvertieren, genau. Kriegsdienstverweigerin ist das. Ja. So, ich habe noch ein paar Flugis bei. Ich würde gerne was sagen. Ja? Sonst fühle ich mich ganz schlecht und falsch hier. Ja? Also, ich sehe das leider so, dass die Ukraine seit 2014 ganz im Gegenteil ein Land, wo gar keine Meinungsfreiheit herrscht. Wo die Leute Angst haben müssen, das Falsche zu erzählen. Wo es viele politische Gefangene gibt. Und wo auch ein Krieg befeuert wird. Durch ausländische Mächte verstärkt mit Waffenlieferungen, die ganz, ganz unmoralisch, menschenfeindlich, völkerrechtswidrig sind. Und deshalb, ich bin hier, weil dieser Russland Kozava ein unglaublich mutiger Mensch ist, dass er das alles aushält und trotzdem verweigert und trotzdem seine Stimme erhebt. Und deshalb bin ich hier, aber nicht um die Ukraine schön zu reden. Und ich danke euch für den Termin, dass ihr das organisiert habt, sonst hätte ich es nicht erfahren und wäre nicht hier. Aber ein bisschen Distanzierung muss ich da an dieser Stelle schon einräumen. Das sind keine Nationalisten, sondern Faschisten, die dieses Land führen. Das sieht man an dem Zeichen da vorne, das ist ein Faschistenzeichen. Das ist das Zeichen der Azov-Leute und diese Leute haben eine direkte historische Verbindung und ideologische Verbindung zu den Faschisten im Zweiten Weltkrieg. Und sie benutzen auch faschistische Ideen bis heute. Und sie werden verglichen mit der Brutalität vom IS. Gut, das ist natürlich ein weiterer Beitrag zur aktuellen Situation in der Ukraine. Wir sind sozusagen Spezialisten für das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit und Kriegsdienstverweigerung. Und wir haben da Kontakt hin. Und für uns stellt sich das sehr differenziert dar. Also Ruslan Kozava ist für mich ein Mensch, der steht für das Recht auf Meinungsäußerung. Er hat es auf sich genommen, da sind wir ja d'accord, wie wir die aktuelle politische Situation einschätzen. Ich denke, da müssen wir das differenziert sehen. Wir sehen hier die Heinrich-Böll-Stiftung, die mit ihren Thinktanks
der liberalen Moderne sozusagen eine pro-ukrainische Position haben. Eben. Und dein Beitrag ist ganz klar ein weiterer Beitrag zu einer anderen Sichtweise. Das ist natürlich die Frage, was für einen Standpunkt man einnimmt. Und für uns ist natürlich heute der Standpunkt, auf also recht Pazifist zu sein, das Recht zu haben, auf Kriegsdienstverweigerung hinzuweisen und dafür nicht im Knast zu landen, das ist unser euer Issue, also unsere Fragestellung. Und dazu stehen wir. Und alles Weitere, das ist richtig, das können wir jetzt, wir haben ein bisschen Zeit, wir haben Raum, aber ich glaube, da werden wir nicht zum Konsens kommen. Aber die Positionen stehen ja klar. Ja. Genau. Ich habe mich auch nur deswegen zu Wort gemeldet, weil du sozusagen eine Ukraine beschönigende Formulierung benutzt hast. Gut, und danke, das möchte ich korrigieren. Gut, ich habe es aus der Sicht von Ruslan Kozava so dargestellt, wie er es mir auch mitgeteilt hat. Und natürlich war ich euphemistisch und das, danke für den Beitrag. Du hast da nochmal einen weiteren Nagel reingehauen und gesagt, das stellt sich auch anders dar. Freiheit für Ruslan Kozava! Freiheit für Ruslan Kozava! Das ist nicht mehr ganz richtig, sondern wir müssen rufen, unser Slogan ist, Kritik am Militär ist kein Verbrechen. Wir fordern... Wieso Freiheit? Er ist ja nicht mehr im Gefängnis. Er ist in seiner Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Ja, das ist das. Ja. Da müssen wir uns loben, bitte. Bitte um Einsatz. Und da habe ich gerade einen gesucht. Ohne Bedrohung leben können. Ja. Und seinem Beruf nachgehen können. Alles richtig, ja. Und da ist die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit und die ist eingeschränkt. Das hat er an Leib und Seele gespürt, weil die Situation in den ukrainischen Knästen ist nicht einfach. Und ich denke, er hat jetzt nicht gesundheitlich gelitten, aber es gibt klare Hinweise, dass wenn er von außen mit permanenter Unterstützung gekommen wäre, wäre seine Gesundheit gefährdet gewesen. Kriegsdienstverweigerung ist kein Verbrechen! Kriegsverrat ist Friedenstag! Da können Sie noch eine kleine Geschichte beitragen. Der Slogan ist, wie die Bundesvereinigung eines Militärjustiz für die Rehabilitierung der Deserteure, der Wehrmachtsopfer eingesetzt hat. Und er hat am 5. Februar hier in dem Briefkasten sozusagen über uns vermittelt eine Darlegung seiner Sicht der Dinge auf Kriegsdienstverweigerung, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung an die Autoritäten dort über die Botschaft vermitteln lassen. Und von ihm ist auch mit der Slogan, Kriegsverrat ist Friedenstag. Kriegsverrat ist Friedenstag! Kriegsverrat ist Friedenstag!